Hallihallo, schön, dass du wieder vorbeischaust auf meinen Kreativkanal, meine Stempel und ich. Ich bin die Bianca und heute basteln wir Papierrosetten. Es geht gleich los. Ja, wie du siehst, brauchst du gar nicht viel Material für so Papierrosetten, ist also ideal zur Papierresteverwertung. Wir brauchen in der Hauptsache ein kleines Designerpapier mit 6x6 Zoll. Du kannst das Ganze mit deinem Schneidebrett machen, falzen die Papierrosette oder eben auch mit dem Simple Squared Falzbrett. Ich habe das im Haus, deswegen verwende ich das. Das ist total super, wenn man ganz viele Falzlinien braucht, so wie wir da. Und wenn du das Ganze mit dem Papierschneider machst, nachher faltest du jetzt das Papier bei jedem Zentimeter, also pro Zentimeter eine Falzlinie ziehen. Beim Simple Squared Falzbrett, so wie ich das jetzt hier verwende, sind die Maße in Zoll angegeben. Ich nehme da jetzt einfach jede dritte Einkerbung her und ziehe mir da eine Falzlinie. Also ich ziehe alle 1, 2, 3 und dann ziehe ich einmal die Falzlinie mit dem Falzstift an. Das geht sich dann bei dem 6 Zoll Papier ganz genau aus. Wenn du das mit dem Papierschneider machst, dann musst du das Designerpapier zum Schluss dann bei 15 cm einmal anschneiden. Ja, mit dem Simple Squared Brett geht das natürlich voll schnell und wir brauchen danach unseren Papierschneider und kürzen uns jetzt das Papier in drei gleich große Streifen. Ich mache das jetzt da mit der Zollangabe, weil das einfach ein bisschen einfacher ist. Und schneide mir die Streifen bei 2 Zoll an. Dann habe ich drei gleich lange Streifen. Und die machen wir jetzt, also die knicken wir uns jetzt im Ziehharmonika-Style einmal nach, alle drei. Wenn ich es durchgefaltet habe, dann fahre ich mir einmal mit dem Papierfalter noch drüber auf beide Seiten, damit wir dann auch schöne Kanten haben. Und dann können wir das Ganze auch schon zusammenkleben. Ich nehme zum Verkleben jetzt wieder unser Abreißklebeband her. Du kannst das Ganze natürlich auch super mit einem Flüssigkleber machen. Das Wichtige beim Zusammenkleben ist, dass man da aufpasst, dass der Ziehharmonika-Effekt allweil weiter besteht. Wenn dir beim Zusammenkleben die Spitzen nicht zusammenpassen, dann schneidest du einfach eine kleine Falz an. Dann müsst ihr jetzt schön ineinander passen. Also da allweil gut darauf achten, dass die Zickzack quasi allweil schön auch weitergeführt werden. Super, dann haben wir jetzt hier einen Kreis geformt. Das tun wir jetzt derweil auf Zeit. Wir brauchen jetzt nur zwei Befestigungskreise für die Rosette. Die stanzen wir jetzt gleich aus. Die zwei Kreise müssen nicht ganz groß sein, aber so circa 3 bis 3,5 cm sollten sie schon haben, damit es dann danach auch gut hebt.
Dann gebe ich mir von unserem Abreißklebeband noch ein paar Strafen auf die Kreise. Das ist eine zusätzliche Befestigung, dass die Rosette ein bisschen zusammenhebt, bis der Flüssigkleber noch getrocknet ist. Das zeige ich dir jetzt gleich, wie ich das mache. Wir brauchen nur ein Gewicht, damit wir später die Rosette zum Trocknen beschweren können. Ich nehme da einen großen Acrylblock her. Falls du so einen nicht hast, geht jetzt ein Buch ein bisschen schwerer. Das funktioniert auch ganz gut. Dann müssen wir uns jetzt die Rosette formen. Du machst zuerst hebst das zu, das schaut dann aus wie so ein Lampenschirm. Und dann legst du sie einfach nach außen hin. Und ich lege mir jetzt gleich schon mal den Acrylblock drauf, damit das nicht wieder aufspringt. Und dann richte ich mir den Kreis noch her. Also die Folie habe ich eh schon angezogen vom Klebeband. Und dann braucht man noch ganz einen dicken Klecks Flüssigkleber. Und dann kommt der spannende Teil. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mit einer Hand die Rosette niederheben und mit der anderen den Kreis auf der Klemme. Am besten geht es natürlich zu zweit, aber man schafft es auch allein. So, den Kreis gut andrücken. Der muss ja jetzt nicht ganz mittig sein, weil es kommt ja da danach die Verzierung auch noch drauf. Einfach so, dass er danach nicht vorsteht, aufklemmen. Und dann gleich deine Beschwerung quasi draufgeben, also in meinem Fall den Acrylblock. Und das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten trocknen. Derweil können wir uns jetzt die Deko für die Papierrosette herrichten. Alle Materialien und Produkte, die ich für das heutige Projekt verwendet habe, das habe ich dir wieder in meinen Blogbeitrag verlinkt. Den findest du wie immer in der Videobeschreibung direkt unter dem Video. Ich blende dir die Produktliste jetzt auch noch mehr am rechten oberen Bildschirmrand ein. Wenn du so draufklickst, kommst du eben direkt in die Aufstellung und wenn du magst, kannst du da einen Warenkorb anpassen und kannst die Produkte, die dir noch fehlen für das Projekt, bei mir im Onlineshop bestellen. Wenn du deine Bestellungen lieber persönlich bei mir aufgeben möchtest, findest du natürlich auch alle meine Kontaktdaten direkt unter dem Video. Zum Dekorieren kann man ja da alles Mögliche verwenden. Ich tue jetzt hier noch ein kleines Bandel drunter bei rein. Genau, das gefällt mir ganz gut. Das klebe ich mir einfach mit dem Abreißklebeband ein bisschen an drunter. Inzwischen dürfte auch der Kleber hübsch antrocknet haben
Und ich drehe jetzt eben die Rosette einmal um und verklebe jetzt den zweiten Kreis auch noch auf die Rückseite. Es ist dort echt ziemlich ein Druck und ein Zug drauf. Und dass das Spatel dann nicht aufspringt, ist echt gescheiter, wenn man sie auf beide Seiten gut verklebt. Auch da tue ich wieder einen Flüssigkleber auf und picke mir das noch drauf. Das Ganze lasse ich jetzt gerade noch ein paar Minuten ziehen. Und dann kann ich meine Papierrosette auch schon fertigstellen. Super, ja, das schaut ja dann schon ganz gut aus. Also ich finde, man konnte die jetzt auch so belassen und kann die Rosetten total super jetzt auch auf Geschenke aufkleben zum Beispiel. Die passt ja auch für jede Gelegenheit. In meinem Fall möchte ich jetzt noch Stabwerk dazu machen. Das Ganze könnte man jetzt auch mit einem Papierstrohhalm gut machen, wenn man da einen passenden hat. Ich nehme jetzt da einfach einen Spieß her, heb auch ganz gut mit dem Abreißklebeband. Das gebe ich mir einfach der Länge nach ein Stück auf. Das hebt auch total gut und klebt mir es dann noch rein. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende von meinem Video angelangt. Ich hoffe, ich habe dich wieder ein bisschen inspirieren können und du hast wieder was Neues bei mir entdeckt. Falls du Fragen zu dem Projekt hast, dann wende dich bitte gerne an mich. Alle Kontaktdaten findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Wenn dir meine Anleitungen gefallen, dann freue ich mich, wenn wir uns bei einem von meinen nächsten Videos wiedersehen. Ich wünsche dir noch ganz eine schöne Zeit und sage Tschüss, Baba.